Wow. 2K. Boston. 2K Australia. Marien, warum auch nicht? Wer ist noch dabei? Berlin? Nee, doch nicht. Blind Squirrel, das ist auch ein super Name für eine Firma. Unreal Technology. Okay. It's meant to be played. Boston, Australia, Take Two. Ich glaube, das nimmt immer das gesamte Spiel in sich auf. Ne? Also der ganze Vorspann. Ja, noch mehr. Ich möchte eigentlich irgendwann mal anfangen. Ah, okay, super. Wir müssen ein paar Optionen einstellen, haben wir ja gerade festgestellt. Nein, ich spiele es nicht. So ist okay, das können wir machen. Sichtfeld ist okay. Gehe ich mal davon. Ja, also das muss an. Das können wir anmachen. Verzerrung, warum auch nicht. Seitenverhältnisse der Benutzeroberfläche. So, das übernehmen wir mal erstmal. Huch. So. Klick, klack. Ja. Das war alles. Steuerung, Empfindlichkeit. Das wird schon passen. Gehe ich mal fest von aus. Audiooption. Stereo, das ist okay. Hall muss an. Alles volle Pulle nicht. Wir machen ein bisschen Musik runter und ein bisschen die SFX runter, weil wir wollen ja dann, wir wollen ja Dinge hören. Ne? Ja. Stimmt, Spann kommt von Vorspann. So, adaptives Training. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Wir werden mal Untertitel... Kann ich dich einschalten? Hier, ich hab's probiert. Ich kann's nicht... Ich kann nicht mal den... Kann man noch ein bisschen mehr einschalten als das hier? Scheinbar nicht, ja? Okay, gut. Ist aber viel Spaß. Oh. Sollte da was passieren? Vielleicht hätte ich doch eine andere Version installieren sollen. Ich gehe mal davon aus, dass es okay ist. Schwierigkeitsgrad. Ich habe schon mal Shooter gespielt. Ach, die YouTube-Begrüßung. Ja, einen wunderschönen, ne? Wenn ich sie vergessen habe. Wir haben gerade gesehen, wie wir Bioshock das Remaster hier eingestellt. Also viel ist nicht zum Einstellen da. Ich würde mal sagen, wenn was, können wir es wieder ändern später? Nee, ne? Ach komm, fortgeschritten. Wir sind fortgeschritten. Und wir spielen jetzt Bioshock. Kategorisiert als Horrorspiel. Möglicherweise. Ob es stimmt, werden wir sehen. Ich habe es irgendwann mal ganz früher. Und das ist wirklich sehr lange her gespielt. Und eigentlich, den zweiten habe ich damit nie gespielt. Oh, psch, Vorspann. Psch, psch. Ich mach mal. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Sieht schon cool aus. Thank you.
stelle ich mir schrecklich vor in so einer Situation. Du willst unbedingt Luft kriegen, weißt du, und siehst dann... Achso. Da? Ich könnte ja mal hinschwimmen. Wahrscheinlich immer eine gute Idee. Oh, ich komme nicht dichter. Oh, das muss hier tief runtergehen, direkt in den Turm, oder? Oh, vielleicht dahin, da ist die Treppe. Ja, wie gesagt, ich habe den ersten Teil vor Ewigkeit, ich glaube kurz nachdem es released wurde, gespielt. Den zweiten Teil kann ich mich überhaupt nicht so richtig dran erinnern. Beim ersten auch nicht mehr so richtig. Infinite habe ich wirklich sehr gerne gespielt. Mehrfach. Den fand ich an sich voll genial. Ah, ich glaube, da war ein bisschen zu tun. Hallo? Hallo? Oh. Keine Götter oder Könige, nur der Mensch. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Under the sea. Ja, das war bei der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, nicht so der Fall. Der hat auch sachlich begründet, warum, aber auch betont, dass es ein subjektiver Sachverhalt ist. Und er hat sehr wohl nur die Nicht-Remastered-Version genommen. Plasmide von Ryan Industries. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington. Oh, es gehört mal, der Vogel, den kennen wir doch, nein, oder? Sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Da kommt auch bald was. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Okay. Für etwas Unmögliches. Okay. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Wie man das alles gebaut hat. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft.
Willkommen in Rapture. Du kannst dein Spiel jederzeit über das Pausemenü speichern. Das ist schön. Kein Quicksave. Eieieiei. Speichervorgang läuft. Bitte den PC nicht abschalten. Okay. Wie jetzt das Speichern gescheitert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Konnte Johnny, ich das... Das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Bitte, Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ich hoffe es. Ist das jemand Neues? Oh, die hat ja gar kein Gesicht. Alter! Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? So, kann ich jetzt... So, warte mal. Ich kann nicht speichern, oder? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Mami. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass irgendein Pfad nicht existiert, wo er das abspeichert. Kleinen Moment. Ich nehme hier mein smartes Telefon in der Hand und gebe dann hier ein, einfach mal Bioshock Remastered Save Game Problem. Oh, mal gucken. Could not save bug. Steam Community. Okay, also es ist nicht nur GOG. Nicht safe, das ist nicht gut. Don't expect in her, did you try this or this? Bla 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 bla. This is what I did. Download and install the game. Epic Game, blah blah. Installed in blah. Created a simple folder for me to see safe. When and type app data. I found folder my Bioshock Epic HD bar. Open it. I open Bioshock Ini with Notepad. Then Control F, the word safe path, you will see. Moment. Wahrscheinlich muss ich das Spiel aber einmal ausschalten dafür. App Data, okay. Das wird ja hier wahrscheinlich genauso sein. Bioshock HD. Sehr gut. Bioshock, was hatte ich gesagt? Er hat doch gesagt, dass er an der INI-Datei was fummeln muss, ne? So. Was haben wir hier? Save Game. So. Save Game Path ist.
Game.System.SafeGame.png. Was hat er geschrieben hier? Moment mal. Dann Control und Safe Path. Okay, Safe Path. Safe Path. Da unten. Safe Path ist im Ordner Safe Games. Das ist ja Blödsinn. Da kann ich auch nicht speichern. Okay, ich verstehe das Problem. Er versucht nämlich in irgendeine Ordner reinzuhämmern. Und das geht nicht. So, das heißt, ich werde ihm den Pfad hier angeben. So, wo ist er? Ey, wo ist das jetzt hier? Hallo, da ist er. So. Da, wo er abspeichern soll. Also nur für diejenigen, die das mal hier sehen. Warte mal, können wir das hier kurz mal... Ist irgendwas? Ja, ist nicht. Hier. In die Datei, ne? Und hier stand vorher... Hier, ich kann ja... So. Ah, geht ja nicht weiter so. Hier stand nur das. Warum auch immer. So, dann speichern wir das Ganze mal ab. Und... wäre jetzt super, wenn das Spiel jetzt das direkt übernehmen würde. Oder ich muss das nochmal neu starten. Speichern gescheitert. Okay, pass auf. Alte 4. Order. Oh ja. So, drücken wir mal die Daumen, dass es jetzt geht. Wahrscheinlich hat er gespeichert, aber eine kaputte Datei erzeugt. Ach ja. Und sonst so? Okay. Oh, wir kommen. Warte mal, wir können weiter drücken. Ich bin jetzt gespannt, ob das funktioniert. Ah, die Grafikoption hat er sich gemerkt. Warum auch immer. Also das hat funktioniert. Steuerung anpassen. Audio-Option. Okay, das ging aber. Spieloption. Wir können spielen. Wow. Neues Spiel. Hier, das geht auch nicht. Das ist so seltsam. So, fortgeschritten anwesend. Kann ich das überspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, ich kann es nicht überspringen. Viel Spaß beim ersten Mal von dieser Sequenz. Ich weiß nicht mehr, ob wir speichern können. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Das ist der Schock, ne? Das ist Wahnsinn. Nein. Dafür kann ich jetzt diese Videosequenz nichts, ne? Das ist so die Geißel von einigen Spielen, dass sie bestimmte Sachen nicht skippbar machen. Puh. So, schnell nach oben. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal was anderes aus der Tasche raus. Ne? Das ist doch ein U-Boot, was da fällt. Habe ich schon mal erwähnt, diese Sequenz, die würde mich echt irre. Ich möchte sowas nicht erleben. Mal gucken, ob das... Können wir speichern? Oh, ich glaube diesmal ja. Guck mal. Eins. Zwei. Und jetzt kommt der Oberhammer. Pass auf. Steuerung anpassen. Steuerung an... Kann ich hier... Ah, doch, kann ich. Okay. Ich wollte nämlich mal gucken. Mehr gibt's nicht. Equipment, sonstige. Warte mal, ist F5? Ja, F5 sind... Ah, okay. Ey, guck mal hier. Das ist Quicksave. Okay, aber funktioniert.
Also ich würde es ja verstehen, wenn man das Spiel das erste Mal startet, dass man dann das nicht skipper macht. Aber beim zweiten Mal starten oder dritten Mal starten, wäre es doch schön, die Möglichkeit zu geben, zu skippen oder eben halt durch, weiß ich nicht, lange Tastendruck. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben diese folgende Sequenz jetzt nicht gesehen vorher. Also ihr habt sie ja wahrscheinlich schon öfter gesehen. Oh. Trotzdem. Ja, war ein gutes Flugzeug. Hat uns richtig weit gebracht, aber Vollmond ist auch noch. Eieieiei. Ich kenne den Weg. Also bis hierhin kriege ich ihn noch zusammen. So. Farfoms? Mhm. Was ist denn ein Farfom? Bevor ich jetzt nachgucken gehe. Sind das atmosphärische Drücke oder so? Okay, das geht nur. Ich kann's. Ich bin Andrew Ryan. Und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington. Es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan. Es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau. Es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Tja, wenn es mal allen gehören würde. Entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für... Das hat aber gut getimt, ne? Das sieht so, also das sieht genial aus. Jetzt mal unabhängig davon, was wir hier vielleicht vorfinden werden, also die Dame mit diesem hübschen Gesicht ist so eine Sache für sich, ne? Würdet ihr in so einer Stadt leben wollen? Also unter Wasser. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Also allgemein im Hinterkopf immer zu haben, dass über einen mehrere Tonnen Druck auf einen warten, falls mal was kaputt geht oder so. Das wäre eine der Paniken, die ich hätte. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Also wenn alles super laufen würde, nein, ne? Ich meine, ich glaub dir das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Also, wir gehen einfach davon aus, dass es absolut friedlich ist und alles perspektivisch super. Ne? Also, angenommen, es gäbe eben halt eine Unterwasserbasis, groß, eine Stadt oder so. Ich weiß nicht. Also, ich hätte Sorge wegen dem Druck und die Angst, nicht rechtzeitig Luft zu kriegen. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues? Nein, ist nichts Neues. Ich guck gar nicht hoch. Oh. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, pure Willenskraft.
Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Oh, guck mal, ich kann es sagen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. F8, guck mal. Quicksave. Also wir werden die S... Was steht da noch? Es geht doch gerade eben. Das Spiel mobbt mich. Das Spiel mobbt mich. Warte mal. Das kann... Also, nee, das geht nicht. Es hat da aber keinen Speicherstand angelegt. Ey, es ist doch nicht wahr, oder? Es hat keinen Speicherstand angelegt, wo auch immer der Speicherstand ist. Wie ist der Ordner? Safe Path. Da ist schon wieder Safe Game. Ey, weißt du, was das Spiel gemacht haben wird? Oh. Das Spiel wird die Datei verändert haben. Und zwar hat es den Pfad geändert als... Kann ich das Schreibtisch schützen? Ja, nee, dann kann ich die Konfiguration nicht mehr machen. Vermutlich. Ja, sag mal, muss ich denn... Nein, ich... Na, aber... Das ist doch... Was wollten wir heute spielen? Atalantana wollte was gucken. So, ich habe jetzt, nachdem das Spiel beendet war, habe ich das die INI-Datei wieder verändert. Oh, guck mal hier, 2K. Aber das können wir überspringen. So. Es sieht schon mal verdächtig funktionstüchtig aus. Das nicht, aber ist egal. So. Und schaut, was wir jetzt hier gleich alles erleben werden. Ach, ist das schön. Aller guten Dinge sind drei. Ja, Speicher gescheitert. So. Viel Spaß bei Bioshock. Wir sind schon 28 Minuten im Spiel übrigens, ne? Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Streichelt ja auch immer euer Foto im Portemonnaie. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann das den ganzen Abend machen, also so schlimm ist es nicht. In der Zwischenzeit hat irgendjemand ein Problem mit Wasser? Apropos Wasser. Es gibt da ein Spiel, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich komme gerade nicht drauf, aber ich habe es in der Steam-Bibliothek und ich habe es auch auf der Xbox, weil es da zuerst rauskam. Haben wir das nicht sogar schon mal getestet hier? Und zwar, nein, das ist ja in echt. Und zwar ist man da in der Stadt, wir haben es, glaube ich, im Test gehabt, irgendwann mal.
Da spielt man eine junge Frau und in einer Station, in einer Unterwasserstation, und die bricht mehr oder weniger in sich zusammen. Und dann kommen Massen von Wasser rein. Irgendwas mit Aqua? Nee. Waterworld war es auch nicht. Ja, ja, passt, passt. Ach, schön. Schön. Okay, ich glaube, der Aaron ist einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ich glaube, du weißt es. Wie hieß das noch? Ich komme nicht drauf. Gab's, wie gesagt, für die Xbox. Da kam's, glaube ich, zuerst. Was mit... Nee, mit Aqua war es auch nicht. Mit Water war auch nicht im Titel drin. Oh. Mal gucken, was jetzt kommt. Nein, nicht absolut. Das ist ja mit Tauchen und Schwimmen. Das ist richtig, Unterwasserstation. Ich bin Andrew Ryan. Hey! Und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Ja. Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Quatsch. Gott dem Allmächtigen. Das ist ein Megadreif. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Ja. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Namens ist es, das ist der. Stadt, in der der Künstler keine Zensur. Kann ich dich nicht spoilern. Der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Achso, Entschuldigung. Ich passe ja auf. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Ah. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Okay. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Muss Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Für wen ist das der Synchronsprecher? Das ist eine ganz bekannte Stimme von Atlas. Wo wir wieder bei Synchronsprecher sind, ne? Das ist doch eigentlich der wahre Sinn unserer Abende, herauszufinden, wer der Synchronsprecher ist und was der alles für Stimmen gesprochen hat. Adam Sandler? Das könnte sein. Spiel gespeichert. Guck. Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Ja. Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Das ist Nummer 3, die wir jetzt spielen. Ist ja auch die Remastered hier, glaube ich. Ist das jemand Neues? Mal gucken, wie lange. Ich guck gar nicht hin. Das ist hier Flack, aber das ist schlimm. Ja, wenn ich dann das Licht ausschalten würde, sondern so. Oh. Achso, ist das vielleicht die falsche Farbe? Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen?
Nee, ist besser. So. Okay. Kann ich jetzt speichern F8? Oh oh. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Das ist doch nicht dein Ernst. Spiel! Ich guck mal, ob ich es laden kann. 2018? Es gibt ein Funktionstüchchen. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Okay, wir können zumindest alles überspringen. Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Wir haben es nicht oft genug gesehen. Ja, sorry. Ich habe ja keine Ahnung. Ist das jemand Neues? Also doch ein paar Speicherprobleme gehabt, ja. Hier geht F8 gerade nicht, weil ich auch gerade nicht speichern kann. Okay. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Abstürze? Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. F8. Speichern. Gespeichert. Speichern. Das Spiel mobbt mich. Hat er denn jetzt in dem Ordner gespeichert? Ja, es liegen Speicherstände ab. Kleine und große. Okay, also es gibt sehr wohl... Pass auf, wenn ich jetzt wieder... Und pass auf, jetzt. Und F8? Und F8? Oh, F8? Und F8?
Ich probiere mal was. Ich befürchte ja fast, dass es ein Berechtigungsproblem ist. Pass mal auf. Jetzt kommt, also, aber jetzt kommt der Oberhammer, pass auf. Und zwar, wenn ich das jetzt hier so mache, ich vermute, dass es einfach ein stinknormales Berechtigungsproblem ist. So, das heißt, ich mache jetzt hier neu Ordner Bioshock. Obwohl, machen wir hier neu Ordner Bioshock. So, pass auf. Es ist ein stinknormales Berechtigungsproblem. Und jetzt ändere ich nochmal in der INI-Datei den neuen Ordner. Save Path. Nee, nicht mit F, mit V. So. Und pass auf, jetzt aber, ich sag euch. Haben wir. Oder ich kann ja hier nochmal Spielforum ansehen bei GOG. Die werden ja das gleiche Problem haben. Das geht auch. Warte mal. Nicht ein neues Topic eröffnet. Dankeschön. Search. Save. Ja. Okay, gut. Dann machen wir das jetzt nämlich so. Dadurch, dass es die GOG-Variante ist, mache ich mir jetzt den Ordner hier auf und starte händisch, so was macht er hier für eine Verknüpfung auf, Build Final Dateipfad öffnen. So, und dann gehe ich jetzt hier auf diese Exit-Datei und sage der allgemein, du bitteschön bist immer als Admin. Neuer Ordner, neues Glück. Und schauen wir mal. Na? Gleich geht's los, pass auf. Wird schon. Ach so, Escape. Jetzt bin ich mal gespannt.